Was ich mir gedacht hab, als du viral gingst, wär sein IQ bloß so hoch wie sein Cholesterin. Wir haben's jetzt verstanden. Wer ist jeden Samstag in Krankenhauspflege? Raffaela nach einem Gangbang im Schimpansengehege. Ist das... Also die Beefy-Aktion von VSkillz war wirklich respektlos, aber es hat mir die Möglichkeit gegeben, mich mehr mit Battle-Rap und dem Gefühl dahinter zu informieren, weil mir viele Leute auch geschrieben haben, das passt da überhaupt nicht rein. Und ich glaube, ich konnte jetzt mehr für mich dazulernen, was ich auch in Texten zukünftig mache und was ein absolutes No-Go ist. Ich war sehr zufrieden mit meinem Battle gegen Cheyenne, war sehr, sehr toll, war süß. Es war wirklich respektlos von ihm. Besonders schockierend fand ich, dass er sich vor Ort nicht mal wirklich entschuldigt hat, sondern dass er die Möglichkeit ergriffen hat, mir dann einfach nur zu sagen, dass er meine Art nicht mag und dass er gar nicht verstanden hat, dass das jetzt die Situation wäre, wo er sich entschuldigen sollte. Aber im Endeffekt sind mir Worte und leere Worte besonders egal, sondern veränderte Handlungen. Das ist das, was zählt, und er hat leider nach wie vor keinen Respekt vor den Tieren. Ob sie eine Chance gegen mich hat? All in all könnte es schon sein, dass die Militante eine Chance gegen mich hat, aber selbst wenn sie so ein bisschen eine Chance hat, werde ich sie dann einfach aufessen, also. Ja. Beim ersten Battle bin ich mit meiner Leistung wirklich zufrieden gewesen. Ich habe das Thema ernst rübergebracht, aber auch ein paar witzige Dinge reingehaut, und ich glaube, diesmal werde ich noch mehr Spaß rüberbringen können, aber trotzdem die Botschaft ernst verpacken können. Ehrenmann Marius macht hier wirklich Bildungskontent auf TikTok. Man lernt definitiv, wie man in kurzer Zeit sehr viel essen kann. Während mir Jugendliche schreiben, ich bin durch deine Videos vegan geworden, schreiben ihm vielleicht, Marius, ich habe wegen deinen Videos noch 10 Kilo zugenommen und noch weniger Respekt vor den Tieren gelernt. Das finde ich sehr traurig, und ich hoffe, ich kann ihm helfen, das ein bisschen zu ändern. Auch mal so vegan leben wie die militante Veganerin? Puh, eigentlich nicht. Ehrenmann Marius, zeig uns mal heute, wie viel Ehre wirklich in einem Tierquäler steckt. Militante, ich bin bereit für das Battle, und ich werde das Gleiche machen mit dir, was sie mit den Kühen machen. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist VSkillz und herzlich willkommen bei Big Difference! Und wir sind endlich angekommen an dem krassesten Battle, was ganz Deutschland erwartet. Ihr habt es einfach in die Bild-Zeitung geschafft, auf jeden Fall. Ah ne, du nicht, ne? Nur du. Ich bin hier mit der Chain von der militanten Veganerin, und Ehrenmann Marius hat nach dem Cheyenne-Battle sie herausgefordert, und jetzt geht's auf jeden Fall los. Die werden sich Punchlines an den Kopf schmeißen. Aber bevor wir mit dem Battle starten, checkt auf jeden Fall Regeki, meine Klamottenbrand, Link in der Videobeschreibung. Und ich werde auch mit euch beiden, ne, werden wir eine Reaction drehen. Das wird auch auf dem Kanal rauskommen, nach 2 oder 3 Tagen. Ne? So, und wir sind in Kaiser Lounge, checkt auf jeden Fall ab 18 Uhr für euch am Start, offen. Kommt gerne vorbei in Krefeld, und ich will nicht lange rumschnacken. Wer fängt an? Du fängst an. Militante Veganerin wird beginnen. Das wird einfach zu legendär. Ich hab richtig Bock. Let's go. Jetzt aber. Jetzt. Ja, ich muss lauter. Es war zu leise. Ehren Marius, wie krass, dass du es heute hergeschafft hast, dass dein Herz diesen Lifestyle echt immer noch mitmacht. Fragen uns jedoch, wie du physisch herkamst. Buchst du statt einem Uber jetzt eigentlich einen Kran? Doch Leute, heute bin ich nicht zum Fettshamen da, deshalb spare ich mir mehr Jokes über deine Fassade. Das Hässlichste an dir bist nämlich nicht du als Nackter. Nein, Boy, es ist dein Charakter. Werd ich nur noch deinen Taten beurteilen, denn Schönheit liegt im Auge des Betrachters wie eine Beefy im Main. Wärst du so dünn, wie deine Taten schlecht sind, würde VSkillz dich nicht mit Aimbot nicht mal treffen. Und was machst du mit der Kuh? Lässt sie grinsen, da morden für einen Platz auf der For You. Was ich mir gedacht hab, als du viral gingst, wär sein IQ bloß so hoch wie sein Cholesterin. Wir haben's jetzt verstanden, dein Fett ist deine Marke. Doch warum muss man zum Bettessen die Tiere misshandeln? Schnitzel, Döner, Dino, Nuggets, Hack und Frikadellen, Eiscreme, Kuchen, Schokolade, vegan zum Überquellen. Und wenn du deinen Bauch wieder mit Nutella bemalst, machst du Witzfigur, kurz Klicks, eine Mutterkuh versklavt. Nimm ab jetzt für Bodypaint vegane Schokocreme. Vielleicht komm ich dann vorbei, wenn mich dein Anblick so erregt. Am Ende des Tages nicht vegan sein, echt tragisch. Ich frag mich, was nach dem Tod von Marius noch da ist. Brachtest du mehr Klicks oder Tiere ins Grab? Passt dein dreckiges Gewissen in den XL-Sarg. Starke erste Runde von der militanten Veganerin, und sie war einfach einkaufen und hat dir auf ihr...
MC Millie am Mic. Sehr, sehr starke Runde, sehr viele Punchlines. Kommen wir direkt zu der Antwort von Ehrenmann Marius. Mal schauen, was er zu sagen hat. Let's go! Bist du bereit, mein Schatz? Schade. Es ist okay. Es ist okay. Vegan sein macht einen kleinen Arsch. Hier könnt ihr es sehen, Beweisstück A. Und tippen kann man dann auch keine sehen. Ihr glaubt mir nicht, Beweisstück B. Schau, wie ich die Schlampe zerlege. Ihre Liebe zu Tieren, sie geht auch andere Wege. Wer ist jeden Samstag in Krankenhauspflege? Raffaela nach einem Gangbang im Schimpansengehege. Echt ärgerlich, dieser Scheiß. Stress Leute bei McDonalds, Mann, wie ätzend kann man sein? Was willst du machen? Ja, ich esse gerne Fleisch. Und ich bin ein fettes Schwein, also setz dich für mich ein. Immer selbe Leier, du Bitch. Ich kämpfe, bis jedes Tier seine Freiheit besitzt. Ich bin Raffaela, die eine Meinung vertritt. Ich hab die Tiere gefragt, voila, die feiern dich nicht. Ja, es sind viele am Lachen. Und während wir rappen, werden die Tiere geschlachtet. Aber ich helfe ihnen, auch wenn man es selten sieht. Oh, meine Bestellung bei KFC. Jetzt kann die Bitch sich verpissen. Und Faustskills hat dich mit Rosalinde beschmissen. Ich fand, das war zu viel, also echt bei aller Liebe. Nee, Spaß, hier ist ihre restliche Familie. Starkes, erste Runde von Ehrenmann Marius. Du darfst sie haben. Sehr starken ersten beiden Runden. What the fuck geht hier ab? Kommen wir direkt zu der Antwort von militanten Veganerin. Bleibt bitte alle hier stehen. Kommen wir direkt zu der Antwort von der militanten Veganerin. Let's motherfucking go. So, Runde 2. Kannst du noch stehen? Geht's noch? Ich weiß nicht, ob das so vegan ist, was ich jetzt mache, weil ich werde dich abschlachten. Fetter Boy, doch fettes Herz, leider Fehlanzeige. Bei dir frage ich mich im Ernst, was mit Ehre gemeint ist. Schlag ich im Wörterbuch das Wort ehrenlos nach, steht fett gedruckt Ehrenmann Marius da. Glaub, du würdest deinen Ehrbegriff recht schnell erwähnen. Würdest du Feigling auch nur einen Tag ihr Schicksal erleben? Doch mit Empathie fängst du gar nichts an. Bestimmt nur, weil man Empathie nicht essen kann. Und zum Essen seid ihr heute alle eingeladen. Ehrenfrau Raffaela kocht jetzt Marius Braten. So wie du halt die Tiere, Junge, Ehrenwort nur. Ich hab dich nicht getötet, es war Ehrenmord. Und deine Wörter reiben mit Gewürzen ein. Aus deinen lockigen Haaren mach ich Curly Fries. Und wenn ich dich verspeis, geh ich auf TikTok live. Mann, der Chat voll perplex, ey, die ist grad ein Schwein. Wie findest du das, wenn wir so den Spieß umdrehen? Oder auch noch deinen Bruder an dem Spieß rumdrehen? Oh bitte, Raffaela, lass ihn frei. Doch du Monster, lässt du auch ihre Familien zerteilen? Ja, für Käse lässt du Babys von der Mutter stehlen. Von wegen Ehrenmann, sie haben wegen die Angst. Sie können ihre Mom nie wiedersehen. So wie du deinen Schwanz, nur vier Gründe besser, wie ihr noch nicht Veganer seid. Geschmack, Tradition, Gewohnung, Bequemlichkeit. Doch egal auf welcher Sprache, Ehre, Honor und Scharafe, mach es euch nochmal machen. Ja Leute, wir sind hier ein bisschen zu viel ausgerastet wegen der Punchline von der militanten Veganerin, aber ich glaube, sie hat noch ein paar Bars und ja, die muss einfach stoppen mit dem Rappen, weil wir uns einfach gegenseitig, keine Ahnung, geschubst haben und geschlagen haben, weil es so eine geile Line war. Ja, die Energie ist einfach live viel krasser als jetzt, wenn ihr über den Bildschirm guckt, deswegen, du machst jetzt einfach weiter. Ich hoffe, ja, im selben Niveau. Nur vier Gründe besser.
ob ihr noch nicht Veganer seid. Geschmack, Tradition, Gewohnung und Bequemlichkeit. Doch egal auf welcher Sprache, Ehre, Honor und Scharaf, ey, machen diese Gründe Sklaverei und Mord nicht ehrenhafter. Also zeig uns heute, was ein echter Ehrenmann ist. Veganer Marius, der für Gerechtigkeit frisst. Dank veganer Schokolade, adipös und trotzdem ethisch. Bist ein King auf Tierbefreiung und auf Diabetes. Fürcht dich, hol ohnehin sehr bald ein Herzinfarkt. Doch hat dein Herz bis dahin je für ein Tier geschlagen. Nur ein Ehrenloser reißt ins Grab die Tiere mit. Also wunder dich nicht, wenn Rosie auf dein Grab pisst. Starke zweite Runde von der militanten Veganerin, macht einmal mehr! Alter, was sehen wir hier für ein Battle? Oh mein Gott, und wir haben noch eine letzte Runde von Ehrenmann Marius. Seine Antwort: Let's motherfucking go. Ich glaube, er muss einen Snickers essen. Ehrenmann Marius, deine zweite Runde. Let's get it. Starke Runde. Ach, ich bin gespannt. Jetzt wird diese Slut gefickt. Hier, das erste Mal, dass du deinen Hack abkriegst. Du siehst so schlimm aus, ich muss dauernd wirken. Ich bin mir sicher, dass bei dir nicht mal die Jungfrau würde. Dein Sexleben kann man wie deine Ernährung sehen. Denn du hast höchstens mal eine Gurke drin. Ich bin mir sicher, ich hab mehr Sex als du. Keiner will dich melken, setz dich mal für dich ein, du Kuh. Sorry für den Reim mit Kuh, aber ich bin ja auch kein Rapper, ich bin nur ein fetter TikToker, ne? Aber Bruder, du gehst extra trainieren und fickst dann sowas? Ist dein Ernst, Bruder? Krank. Süßes Pärchen, da haben sich zwei gefunden, die Millie. Tante Kachbar, der Millie. Tante Bastard, kurze Haare, Babyface und keinen eigenen Stil. Darauf steht dein Freund, ich glaube, er ist pädophil. Machst du's für die Tiere oder machst du's für die Presse? Schlachthaus, du Tiermörder, halt endlich mal die Fresse. Du denkst, ich werd vegan, wenn du in Videos so redest. Doch ich geh dank den Videos noch viel öfter zu Meckes. Starke zweite Runde von Jetzt hab ich verkackt. Starke zweite Runde von Ehrenmann Marius, mach doch mal Lärm! Ja, ich wollte auch irgendwas jetzt sagen bezüglich des. Okay, sag das. Hallo? Also, wir haben nichts abgesprochen, außer diese eine Sache. Ich habe sie gefragt, ob ich dieses Hackfleisch werfen kann und es war auch veganes Hackfleisch. Aber wir wollen euch natürlich unterhalten. Und ja, ich habe leider aus Versehen ins Gesicht getroffen. Ich habe ihm gesagt, nicht ins Gesicht. Es tut mir leid, aber ich bin hier, ihr seht es vielleicht selber, ich habe einen roten Kopf, ich bin ein Fettsack und habe sowieso, ich bin am Arsch. Das war zu viel Sport heute. Aber das war freundschaftlich beworfen. Es war okay. Ansonsten hat das nichts im Battle Rap zu suchen. Aber genau. Ich wusste auch nichts davon. Ja. Wir hätten es ihm vielleicht sagen sollen. Ich habe, ja, vielleicht. Upsi. Wollen wir uns küssen? Achso, ja, okay. Also, ich hatte auch keine Ahnung davon, dass die sich abgesprochen haben. So, anscheinend haben sie Kontakt und haben sich abgesprochen. Wir haben ja auf jeden Fall dein Wörterbuch hier. Oder ist das jetzt deins? Auf jeden Fall. Sehr, sehr starkes Battle. Ne? Wir werden zusammen auch auf dieses Battle reagieren. Ne? Und was soll ich sagen? Also geisteskranke Punchlines. Ihr habt uns auf jeden Fall unnormal zum Lachen gebracht. Oder? Ich bin auch fertig mit den Nerven. Das war einfach zu krass, also wirklich. Ich hoffe, wir schaffen das in die New York Times. Zuerst die Bild, dann die New York Times. Wir waren in der Bild. Okay, ja, ihr entscheidet in den Kommentaren, wer von den beiden gewonnen hat. Ne? Abonniert den Channel kostenlos, liked auf jeden Fall das Video, kommentiert das Video und natürlich Regiki abchecken, nicht vergessen. Link oben in der Videobeschreibung. Die beiden. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob die beiden nochmal kommen sollten zu einem Rematch. Ich glaube, die beiden verdienen einen Rematch. Und wir sind raus. Hey,